Wir hatten überlebt. Ganz knapp. Aber das war doch nicht die Vollendung des Teufels gewesen. Einfach so? Das wäre viel zu einfach. Er hatte doch noch längst nicht das bekommen, was er wollte. Wie wird es jetzt weitergehen? Da war ja auch noch das Syndikat. Und dieser Mediziner. Peter. Durfte ich nach Pablos Tod schon so schnell jemanden anders lieben? Peter gibt mir Halt und Schutz, Geborgenheit und einfach ein gutes Gefühl. Aber irgendwas würde uns im Weg stehen. Ich spürte das. Wenn ich doch nur gottverdammt wüsste, was? Ich weiß ja, dass du in Urlaub fliegst, aber es macht ja nichts. Dann habe ich dich schon mal eingestellt, weißt du? Ja, mir ist es egal. Ich habe Zeit, weil ich habe heute nichts Wichtiges mehr vor, außer mein Telefon geht gleich, aber... Ja, komm, dann fahren wir eben zum Unicorn, dann machen wir das klar. Was man hat, das hat man. Genau. Ja. Okay, Mateilen. Ich muss was mal gucken, ob mein Opa da unten noch steht. Wenn du willst, Max, kannst du bei uns mitfahren, gell? So, die Türe, die mache ich kurz per Fernbedienung zu. Danke. Ich mag zwar frische Luft, aber während der Fahrt... Willst du meiner Ehefrau gerade unterstellen, dass sie zu blöd ist, eine Türe zu machen? Ja, hat er. Ich rede erst gar nicht mehr mit euch. Ich glaube, die Buchungszeit ist auch um. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr auch laufen. Ach, weißt du... Ich glaube, dass wenn ich jetzt mit dem Finger schnippe, direkt 3 Polizei-SUV da sind, die dir das Gegenteil beweisen. Baby, mach dir nichts draus. Ich habe noch einen Wagen hinterm Unicorn stehen. Kein Problem. Das passt. Ja, Max. Und es könnte auch passieren, dass man Rücklichtdefekt ist bei der Limo. Ich habe aber noch ein Problem. Bitte. Ja. Sollten diese Personen, die ich genannt habe, Hound und Taco, sollten die wiederkommen, aus jeglichen Gründen, keine Ahnung wie, dann bin ich tot. Nein, keine Sorge. Da kümmere ich mich drum. Weil, einmal in der Familie, immer in der Familie. Und was man dort hört, das vergisst man nicht. Und die Sachen, die wir dort gemacht haben, sind eigentlich so geheim, dass sie eigentlich keiner wissen durfte. Max. Und da ich jetzt schon zu viel gesagt habe, ja. Max, mach dir... Weiß ja niemand, dass du was gesagt hast. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich drum. Glaub mir. Die erfahren davon. Bin ich mir sicher, dass die nicht davon erfahren. Oh doch. Max. Unsere Methoden, wie wir Dinge über andere Leute rausgefunden haben, das willst du gar nicht wissen. Max. Ja, das kann... Ich kümmere mich drum. Ich möchte nicht unbedingt, dass andere Leute sich um Probleme, die ich habe, kümmern, weil ich nicht möchte, dass die mit reingezogen werden. Also möchte ich, dass jemandem von euch was passiert. Oh, wie kommt der denn hier? Uns passiert nichts. Ja, steck mal aus, ich mag. Danke. Perfekt. Sag mal, AJ. Denkst du auch gerade das Gleiche, was ich denke? Ich weiß nicht, was du denkst. Dass der Typ gleich gegen die Mauer fährt? nee, daran dachte ich eigentlich gerade nicht. Aber wäre ihm vielleicht das Mögliche. Ich muss mal ganz kurz was im Koffer erledigen, aber ihr werdet ja eben ein bisschen brauchen. Jojo, mach dir keinen Stress, alles gut. Ja, komm mit.
Komm, Max, nimm meine Hand. Du, solange sich unser Freund nicht meldet. Aber ist doch eine Idee, oder? Grundsätzlich. Gut. Komm, lass uns mal reingehen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keine große Lust, zum nächsten mexikanischen Lieblingsessen zu werden. Das ist mir nämlich zu stressig. Von wem? Na, du verstehst mich nicht. Du weißt doch, was er gemacht hat. Ja? Das mexikanische Lieblingsessen. Ja, ja, klar, klar, klar. Und wenn der nicht da ist, muss es irgendjemand anders machen. Weil sonst geht gar nichts. Ja, richtig, genau. Und darauf habe ich aber ehrlich gesagt keinen Bock. Okay. Worauf? Damit kann sich gerne jemand anders ärgern. Worauf dann? Auf die Geschäfte selber? Ja, das an sich schon, aber nicht da um die Verarbeitung. Aber vielleicht Max? Max verarbeitet, du? Hm? Ja, kann man Seiten Gedanken machen. Ich fühl mir jetzt gerade so, wie der das erzählt hat. Ich fühl mir das jetzt gerade so ein. Sollen wir schon mal hinten gucken? Komm. Der Barchef hat hinterm Haus habe ich eine Garage. Der Barchef hat Zugang auf die Autos und muss dann zum Großhändler zwischendurch auch fahren, dort einkaufen. Die Großhändler spiele ich dir dann auf die Karte, sobald du Barchef bist. Also du bist quasi dann meine rechte Hand. Und das alles, was du beim Großhändler einkaufst, wird automatisch übers Firmenkonto abgebucht. Das bedeutet, ich brauche jemanden, dem ich zu 1000% vertrauen kann. Weil du hast damit Zugriff quasi, du kannst alles übers Firmenkonto einkaufen. Du kannst zwar kein Geld abheben, aber ja, du könntest die Sachen so einkaufen von meinem Geld und die dann teuer verkaufen. Verstehst du? Ja, und ansonsten Barkeeper, dann Cocktails mischen, bla bla, tralala und so weiter. Wie sieht denn das dann aus, so arbeitszeittechnisch und wie oft und wer gegen wen und wie hattest du dir das dann vorgestellt? Ich meine, dann... Wie du kannst. Ja, wie gesagt, grundsätzlich, ich bin ja eigentlich für alles offen. Die Frage ist halt, wie viel Aufwand das es dann ist. Also zum einen bin ich ja jetzt dann erstmal nicht da. Beziehungsweise erstmal bist du nicht da, dann bin ich nicht da. Das ist schon mal eine lange Durststrecke, bis wir uns dann wiedersehen. Und ja, ich weiß ja nicht, wie oft du dann künftig aufmachen willst, wie das dann laufen soll. Wie schaut das dann mit dem Verkauf an der Bar aus? Also wenn du meine rechte Hand bist, dann können wir jetzt mal ein Konzept aufstellen. Ich habe jetzt schon mal die Getränkekarte soweit fertig. Die wollte ich dann bei dir eigentlich auch noch in Druck geben. Da können wir uns, das solltest du dann aber schnell machen. Ja, dann können wir uns nämlich auch Preise überlegen. Ja. Was natürlich ein bisschen schwierig ist, solange ich nicht weiß, was das Zeug im Einkauf kostet. Genau, genau. Das muss ich auch noch nachgucken. Soweit bin ich ja gar nicht gekommen. Ja, weiß ich nicht. Musst du dir, du bist die Chefin, mach eine Ansage. Ich sehe mich halt eigentlich nicht so hinter der Bar, weil ich jetzt nicht so der große Entertainer bin, der dir dann da die Kundschaft anzieht. Aber ich kann natürlich das Argument mit der rechten Hand verstehen. Das musst du ganz alleine wissen. Wenn du sagst, du bist kein Bartyp, dann... aber wie gesagt, der Türsteherjob ist der schlecht bezahlteste Job.
Aber wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel Max noch als Tänzer einstellen würde und du als Türsteher, dann könnt ihr da schön, ne? Du weißt. Nebenbei. Das. Dafür wäre dann aber fast der andere Job besser, weil Verkaufstouren was erledigen. Zum Beispiel. Das habe ich in der Werkstatt schon so gemacht. Zum Beispiel. Du kannst dir das überlegen. Also überlegst dir ganz in Ruhe. Ich biete dir das an. Und ja. Und wenn du sagst, okay, dann stelle ich dich ein. Aber vielleicht solltest du... Ja gut, ich meine, wir können... Was? Nee, mach du es. Wir können es ja mal probieren. Wenn es dann gar nicht klappt, dann können wir es uns ja noch anders überlegen. Ich meine... Genau. Bämt. Das, ja, so können wir es aufmachen, klar. Sicher, auf jeden Fall. Das liegt dann ganz alleine an dir. Wenn du sagst, hör mal, Holly, das ist nichts für mich, können wir was anderes machen, dann machen wir das sofort. Kein Thema. Ja, irgendwie so. Und vielleicht solltest du dich gleich mit Max mal unterhalten. Nee, das mache ich jetzt nicht mehr vor. Aber über so kümmere ich mich dann. Okay. Weil ja, ich hätte gern vor dem Urlaub auch noch ein paar andere Sachen geregelt und solange ich da nichts Näheres weiß, will ich mich jetzt nicht in irgendwelchen krummen Dingen lassen. Ja, klar. Gucken, was Sache ist. Gut, dann würde ich sagen, du überlegst es dir und wir gucken jetzt mal, wo die anderen sind. Ja, ich sag ja, wenn wir das so machen. Notfalls nochmal switchen können, wenn es gar nicht klappt, dann kannst du mich gerne einhauen. Okay. Dann zeige ich dir jetzt den Barbereich. Komm. Okay, und was ist das hier alles mit Safe und so weiter? Ach so. Da kommst du jetzt auch überall dran. Wunderbar. Ja, hier hast du ein Safe, da kannst du Waffen deponieren. Geh einfach mal dran. Also, ne, da können wir dann, oder du, wenn du möchtest, zur Not auch was reinpacken. Dran? Nur wir beide dann. Sicher. Sicher. Okay, weil ich habe da so ein paar Sachen daheim, die ich dann vielleicht hier... Das kannst du gerne tun. Gibt es Scheiße. Das kannst du gerne machen. So, dann... Ich habe nämlich ein extra Barkeeper-Outfit. Ich sag gar nicht nach den anderen. Du kannst gerne durchprobieren. Steht dir gut? Das ist Türsteher-Outfit. Mhm. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Danke. Ach, gar nicht wahr. Nein, nicht doch. Nichts. Hoppala. Ich habe meinen Anzug verloren. Ich kriege Angst. So, dann kommen wir mit. Dann zeige ich dir noch den Barbereich und eben die Garage. Und die Großhändler. Ist eigentlich ganz einfach. Wo ist Peter eigentlich? Hast du diesen Satz? So, hier kommst du in den Barbereich. Also von hier aus kannst du dann die Getränke ausschenken. Wenn du jetzt... Ich gebe dir jetzt mal eben was. Hey Max! Ah, ist AJ jetzt angestellt als Bar? Nein, nur als Barkeeper. Als Bar eigne ich mich nicht. Dafür ist mein Rücken nicht. Nein, mir ist das Wort nicht eingefallen. Tut mir leid. Versuch mal ein Wodka Energy zu mischen. Müsste funktionieren. Was könnte ich machen? Hier. Möchtest du Tänzer werden? Weiß ich nicht. Was würdest du denn gerne? Also, dass ich was mache. Also, ich sag's dir direkt, der Türsteher verdient, also das Gehalt ist nicht so dolle. Der Türsteher verdient 300 und der Tänzer 350. Oh, Schnecke, du hast die Eiswürfel vergessen, das geht so nicht. Oh, verdammt, Moment. Das Türsteher muss ja die ganze Zeit vor dem Ding stehen, ne? Vor der Tür. Na, auch hier drinnen, also du musst nicht die ganze Zeit nur vor der Tür stehen. Krieg ich als Türsteher irgendwie, keine Ahnung, Bewaffnung? Oh ja, da muss ich mich noch drum kümmern, ja.
Und was verdient der Barkeeper so? Der verdient 500, der hat aber auch eine Riesenaufgabe. Ach so. Ja, keine Ahnung, denn als Tänzer, ja, warum nicht? Ja? Ja. Gut, alles gut, komm mal eben noch mit hier rum. Hier siehst du den Kühlschrank. Da kannst du dann die Getränke reinpacken. Also, na gut, eventuell würde ich ja auch welche dann vor Ort mischen, kommt immer drauf an, ja, wo es gerade ist. Oder sag ich mal schon mal beim Großhändler einkaufen, hier die Getränke deponieren und dir da, also die Zutaten deponieren. Wir verkaufen Getränke, also Mixgetränke, kannst du ja in der Liste sehen, die ich dir da gegeben habe. Hm. Und halt Nüsse, Cashewnüsse, Erdnüsse und sowas. Da kannst du Max auch irgendwie so eine Nussplatte mischen. Das geht auch. Okay. So, dann lass uns mal da wieder nach. Dann mal in Ruhe anschauen. Mhm, genau, lass uns mal wieder nach vorne gehen. So, guten Tag. Und jetzt gehen wir mal eben raus. Das würde Holly nicht gut gefallen. Was denn? Achso, ja. Diese zurzeit nicht da. Kann man sich in dem Job mal hocharbeiten, oder? Nee, leider nicht. Okay, ist nicht schlimm. Aber ich bin jetzt am Schwanken, ob ich Tänzer oder Türsteher mache. Weil mir ist es eigentlich egal, ob ich jetzt $50 mehr habe oder weniger. Du, wie du möchtest. Was würdest du denn lieber haben? Das ist mir egal. Ich kann beides gebrauchen. Überleg's dir. Ich gehe mal eben mit AJ vor die Tür. Ich muss dem noch was zeigen. Bekommt man eigentlich eine Kleidung? Schon vorgeschrieben dann? Ja, natürlich. Als Tänzer müsste ich mir dann noch ein paar... Wir haben ein Outfit jetzt. Das kann AJ dir mal eben zeigen. Das ja, willst du nicht sehen. Doch, das zeigt er dir. Aber ich kann mich noch um andere Outfits kümmern, das ist kein Problem. Und wie sieht das mit den Dings aus, mit den Bodyguards? Was haben die so? Das kann AJ dir auch mal eben zeigen. AJ, springst du AJ bitte nochmal? Der hat eine Spinne auf dem Fuß. Danke. So, dann zieht AJ sich mal eben um. Also das ist jetzt das Barkeeper-Outfit, was er anhat? Wird extra bezahlt? Ach komm schon. Ist das so schlimm? Das wäre jetzt das Türsteher-Outfit? Ja. Also ich würde das machen, ne? Aber wie gesagt... Die Schläppchen gehen gar nicht. Ja. Ich suche uns noch ein paar schöne Outfits raus. Und dann, also... Unter einer Bedingung, ne? Tänzer mache ich. Wie gesagt, Maske. Mit Maske. Die eine Bedingung. Die andere, falls jemand fragt, wer das ist, dann musst du dir irgendwie einen Namen ausdenken. Gonzales. Du bist Gonzales jetzt, oder? Weil wer möchte sein? Mein heimlicher maskierter Freund oder irgendwie sowas. Ich lass mir schon was einfallen, keine Sorge. Naja. Gut, dann. Wenn du möchtest, kannst du mich als Tänzer anstellen. Okay. Dann mach ich das. Gut, dann dann gehen wir hinten raus. Dann sind wir sowieso näher an der Garage. Kannst du auch gleich nochmal auf die Gehaltsliste gucken? Ja, mache ich. Doch nicht. Okay, jetzt kann ich nämlich hier auch zugreifen, nur dass du es weißt. Ah, perfekt. Und deswegen brauche ich jemanden, dem ich zu 1000% vertrauen kann. Wow! Das ist doch mal heiß. Wow. Oh. Sieht gut aus. Warte mal eben kurz, ich muss mal schnell. Ja. Ja, perfekt. Die Ladies werden begeistert sein. Wo ist Peter eigentlich? Ich glaube, der ist draußen. Ach so. Können wir gleich mal nachgucken. Okay. Ah, da bist du ja wieder.
So, dann lass uns mal eben hier hinten rausgehen, AJ. Da kannst du jetzt 3 Autos ausparken. Ja. Die kommen dann da. Und da kannst du die auch wieder einparken. Ah ja, ich sehe schon wo. Versuch's mal. Den kannst du zum Einkaufen nehmen und den Chef da kannst du von mir aus auch zum Einkaufen nehmen oder halt wenn mal, ne? So, und wenn du jetzt die Karte öffnest, müsstest du insgesamt 4 gelbe Märkte auf der Karte sehen. Warte. Eins ist direkt links neben dem Unicorn. Ja, genau. So, wir haben 4 Großmärkte. Der eine ist für Eis und Minze. Warte mal, der eine ist für Alkohol. Jetzt müsst ihr mal eben suchen hier. Genau, du hättest einmal einen Großhändler für alkoholfreie Sachen, für Alkohol, für Eis und Minze und für Aperitivsachen. Steht das auch dabei? Ja, steht auf der Karte. Klick die einfach mal an, dann steht da, welcher Händler für was verkauft. Ah ja, alles. Hörst du mich noch? Ja. Du mich auch? Ja, ja, ich weiß nur nicht, ob du mich beim Kartenlesen hörst, deswegen. Nee, alles gut. Okay. Ja, das war's eigentlich schon. Hast du dann vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Rezeptliste oder muss ich mir die merken? Jein. Ich war dabei, die fertig zu machen, aber... Wenn ich es morgen schaffe, dann kümmere ich mich morgen drum. Ja, nee, ich kann es mir ja danach irgendwie selber zusammensuchen. Wenn du was fertig hast, dann einmal machen. Nee, ich hatte mir jetzt erstmal nur die Zutaten rausgeschrieben, aber nicht wie viel von jedem und so. Weil dann kam mir Peter mit seiner Entschuldigung um die Ecke. Okay. Ja, das kriegen wir dann schon hin, das muss ich jetzt nicht, wie gesagt, ich muss mich die Woche, wenn du jetzt die Woche nicht da bist, ich kann dir nicht versprechen, dass ich groß aufmachen kann, weil, wie gesagt, ich muss mich auch noch um ein paar Sachen kümmern. Kein Stress. Versuche ja auch mal wieder sowas wie ein Leben zu führen. Du, kein Stress, mach erstmal, wir sind ja noch im Aufbau, alles ist cool. Wir haben noch keine vernünftige Getränkekarte, wir suchen jetzt noch einen Türsteher, wir brauchen noch einen Barkeeper, wir müssen noch die Werbung machen, also wir haben echt viel zu tun noch. No? Aber jetzt hast du erstmal ja, gut. Grundprinzip. Werden wir dann schon hinkriegen. Denke ich auch. Halt blöd, dass ich dann nicht da bin, aber naja. Das ist nicht schlimm. Hauptsache, du hast den Job erstmal. Und weißt jetzt erstmal so im Großen, wie es funktioniert. Ja. Nee, ich guck mal, vielleicht fahre ich dann die Tage einfach mal einkaufen, schau mir die Läden mal an und hol mir das ein paar Kleinigkeiten, das kann ich ja dann lagern und dann gucke ich mal, was man überhaupt da so zusammenmischen genau. kann. Genau. Ja, cool. Supi. Ich find's toll. Dann würde ich jetzt vorschlagen, wenn ihr wollt, steigt in die Limousine ein, dann bringe ich euch dann endlich mal zu eurem verdienten Flug. Dann habt ihr auch mal Freizeit. Ja. Dann sage ich hier schon mal Dankeschön, Lisa, dass du heute das so gut gemanagt hast. Dann auch. Ja, bitte, bitte. Ich sag Dankeschön und Patrick. Der Schleimbolz wieder in deinem Mund. Das ist ja schon eklig. Ich rutsche schon aus. Nein, Spaß. Okay. Max. Danke. Danke, Alex, auch an deine Hilfe. Und auch danke an dich, Max, dass du auch für den Monster Truck zur Verfügung gestellt hast und denen noch was Tolles aus deinem, also es war ja deine Idee, war auch gut eingebracht. Und dann verabschiede ich mich mal von euch hier. Dann warte ich mal auf dem Fahrrad. Oh, da fühle ich mich aber echt geschmeichelt, wirklich. Ja. Also, ja, euch noch einen schönen Abend. Jedenfalls. Tschüss. Tschüss. Ja, ich sag euch auch danke, auch wenn ihr jetzt gerade alle an Handys hängt. Ich nicht.
dass ihr bei dem in diesem besonderen Tag dabei wart. Max, dir für den Monstertag. Ich Ja, Lisa, dachte dir für jetzt die gerade normal, Organisation. Holding, ganz normal. Entschuldigt, entschuldigt, was, was, was? Danke, vielen Dank und schönen Abend und was? Jo, das war's. Er fährt euch jetzt zum Flughafen, dass ihr endlich zu euren wohlverdienten Flitterwochen. Ja. Also ich würde noch mitgefahren kommen, also mit meinem Auto halt hinterher. Okay. Um da Tschüss zu sagen. Okay, das können wir Möchte machen. einer mitkommen? Ich habe noch einen Platz frei oder wollt ihr mit euren Autos ran? Ich hasse Abschiede. Ja, nee, zum Flughafen fahre ich jetzt auch nicht mehr mit. Das... Ach so, okay. Ach, aber Peter, kommst du noch mal eben schnell mit? Klar. Wir sind jetzt gleich nicht alleine in der Limousine, oder? Der Hensen ist bei uns wieder. Aber die Scheibe kann man zumachen, oder? Gut. So, dann zahle ich noch mal eben die Kohle ein. Oh, apropos Kohle, ich habe Baba hat uns zur Hochzeit 20.000 geschickt. Wow. Warte mal, wir haben auch irgendwie vom PD haben wir, glaube ich, 4.000 oder 5.000 gekriegt. Wer hat mir denn noch Geld geschenkt? 5.000. Boah, das war vorhin so viel. Auf jeden Fall habe ich den Taco-Wagen bezahlt. Ich habe den Jungs vom Taxiunternehmen jedem 5.000 in die Tasche gesteckt. Und ja, das war's, glaube ich. Jo, ist gut. Gut. Außer dem einen, dem hätte ich nichts gegeben. Ja, das beim nächsten Mal weiß ich Bescheid. Der kriegt auch nichts mehr. Jetzt komm, bevor die Eiswürfel schmilzen. So, wir wären dann soweit. Ah, ich habe ein Piepen im rechten Ohr. Ah, scheiße, Tinnitus. Au. Ja, kenne ich. Willkommen im Club. Na gut, dann macht's gut. Tschö. Ja, seid vorsichtig. Jo, dann. Bring mir meine Holly wieder. Da kannst du dir Pass sicher sein. auf. Sonst. Okay, gut, ich fahre doch nicht mit. Ich bleib jetzt erstmal hier. Alles klar. Können wir Jo, denn? ich wünsche euch auch schöne Flitterwochen, ne? Viel Tschüss, Spaß. Jo. Holly. Tschö, Macht's gut. tschö, tschö. Vielen Dank für den schönen Abend und ja, und so weiter. Ihr wisst, ich Gern bin nicht gut geschehen. im Abschied nehmen. Kommt gesund und munter wieder. Passt mir schön auf das Unicorn auf, ne? Immer Gut. doch. Sehr gut. Na klar. Achso, du Und. meinst mich gar nicht. Ich passe auf das Unicorn auf das andere. Okay. Wann habt ihr vor, wiederzukommen? Baby, sag was. Weiß nicht. Also soweit ich weiß, Richtung Donnerstag, Freitag, oder? Ja. Vielleicht auch Samstag. Ja. Je Ja, nachdem. dann Das stimmt heißt doch bald. Flitter Wochen, also Wochen halt bei mir zwei. Ja, aber wir können auch Oskar nicht so lange alleine lassen. Dann tobt euch mal richtig aus und kommt am Donnerstag wieder, weil dann sehen wir uns vielleicht doch noch, bevor ich weg muss. Ja, das wäre okay. Wartet, ihr fliegt nach Hawaii, ne? Ja. Das wäre dann nämlich die letzte Chance.
Könnt ihr mir eine Kokosnuss mitbringen und so eine Blumenkette? Na klar, du kriegst auch zwei Blumenketten. Boah, eine Kokosnusskette und eine Blume, okay. Sag das lieber mir, sag das nicht Peter. Ja, ja. Ben wollte, glaube ich, ein Baströckchen. Ja, ist kein Problem, bringe ich ihm auch mit. Und eine Bazooka für Ben, okay. Ich glaube, du hast heute auch mit dem Tinnitus. Hä? Ja, du kannst ja mal gucken, wenn das klappen sollte. Also ich will euch nicht hetzen mit Donnerstag, dann kannst du ja vielleicht noch mal kurz eine E-Mail schicken oder so, weil dann gucke ich, dass ich auf jeden Fall da bin. Alles klar, wir bleiben auf jeden Fall in E-Mail-Kontakt. Das ist kein Problem. Okay. Nur, wie gesagt, dann? Ich kann dir vielleicht nicht immer sofort antworten. Wenn wir auf der Suche nach einem Baströckchen sind oder so. Mhm. Ich will es gar nicht wissen. So, komm, dann lass uns fahren. Ja. Ja. Dann viel Spaß euch. Danke. Macht's gut. Und lasst mir den Laden stehen. Das ist das Einzige, so jetzt, was zumindest. Ich noch hab. Ciao. Achso, ja. Bitte, Baby. Danke. So, Türen müsst ihr nicht zumachen. Ah, die gehen. Ach, das geht so. Okay. Dann einmal bitte Ja, warte. Ja, natürlich. Ich gerade schon wieder unterstellen, dass wir zu blöd sind, Türen zuzumachen. Schnallt euch bitte an. Ich schneide Peter an. Hast du das auch so verstanden, Baby? Ja, habe ich. Ich schneide Peter an. So, Peter. Nein, tust du nicht. Perfekt. Ich schneide mich wieder ab. Du schneidest dich jetzt an. Nein. Du, ich nimm dir dein Spielzeug weg. Ich bin Polizist, ich muss mich nicht anschnallen. Du schneidest dich jetzt vorher. An. Ist hier schon mal Max rausgeflogen, als ich die Strecke gefahren bin. Ich hoffe, dass es euch nicht passiert. Nein, ich habe Peter jetzt angeschnallt und wenn er nicht hört, nehme ich ihm sein Spielzeug. Ich habe mich wieder abgeschnallt. Ich nehme dir dein Nein, Spielzeug. Nein, das tust du nicht. Weg. Doch, so habe ich Nein, schon. Nein, so. Ich habe dir schon mal gesagt, das ist meine Dienstwaffe. Nein, gib die wieder her. Oh, was habe ich denn da gefunden? Nein. Sind das Handschellen? Gut, dass ich hier nichts höre vorne. Sag mal, dürft ihr eigentlich so große Taschenlampen mit euch tragen? Hm. Hilfe! Hast du das gehört? Ich? Klang so, als hätte jemand um Hilfe geschrien. Ja? Du wirst nachher um Hilfe schreien. Ist das eine Drohung oder ein Versprechen? Oh, das ist ein angedrohtes Versprechen. Oh, wie schnell wir jetzt hier waren. Wahnsinn, oder? Ich war jetzt auch... Wow. Ach so, ich dachte, das war jetzt genau kein falsch rum, wie ich es machen wollte. Kein Problem, Felix. Ich wollte es eigentlich andersrum machen. Alles gut. Kein Problem. Ich krieg die Tür nicht. Wenn ich stehe, kriege ich die Tür nicht auf. Bin ich zu schwach. Kriegen wir schon hin. Perfekt. Also dann wünsche ich euch. Eines muss man schon sagen, Felix. Das mit der Limo ist fast perfekt gelaufen, bis auf dass der Fahrer uns immer und immer wieder beleidigt hatte. Ob dass wir dumm sind. etc. Ansonsten. War es ein schöner Abend, wunderschöner Abend, vielen Dank. Dann freut es mich. Ja, war super. Okay, gut. Dann hat wenigstens eine Sache geklappt. Alles gut. Ja, kein Problem. Okay, also dann wünsche ich euch viel Spaß in den Flitterwochen. Danke. Und übertreibt es nicht mit dem Alkohol. Wir doch nicht. Für den haben wir doch keine Zeit, Baby, oder? Nein, haben wir auch nicht. Ja. Ich auch gesagt. Gut. Gut, dann verpasst euren Flieger nicht und dann wünsche ich euch viel Spaß. Dankeschön. Na komm. Okay. Nein, ich will euch nicht loswerden. Ich hab schon wieder gesagt, dass wir dumm sind, hast du gehört? Ja. Natürlich. Pass auf dich auf, Felix. Tschüss, Felix. Macht's. Mach's gut. Ja, tschüss. Na komm. Du weißt wohin, ja?
einmal durch die Sektion durchlaufen und dann kommst du. Das Syndikat war tot. Offiziell natürlich. Zu viele falsche Leute waren involviert. Das mussten wir irgendwie wieder gerade biegen. Schließlich waren wir die mächtigste Organisation in dieser Stadt. Vor allen Dingen, die Cops versuchten mir mit aller Gewalt den Mord an Max Stöpsel anzuhängen. Tja, als ob das Syndikat sich in die Karten schauen lässt. Max Stöpsel war nur der Erste in diesem gewaltigen Spiel gewesen. Alles gut. Alles gut. Dennis Müller. Augenscheinlich verwirrt. Wie Max Stöpsel auch. Aber sie hatten beide Informationen, die auf keinen Fall in die falschen Hände geraten durften. Ein Spiel zwischen den Cops und dem Syndikat. Zwischen Gut und Böse. Zwischen Peter und mir.